Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der App Mercury Weather. Lokale Vorhersagen und Widgets, so wird es beschrieben. 6,6 Megabyte groß, erfordert iOS 16.0 oder neuer. Die App ist grundsätzlich gratis, bietet In-App-Käufe an, weil ihr könnt als in der Gratis-Variante halt nicht alles sehen. Ich glaube, Widgets könnt ihr nicht nutzen. Die Wetterdaten sind nicht so ganz ausführlich und so. Es gibt natürlich leider Abo-Pest. Entweder pro Monat 2,49, pro Jahr 11,49 oder eine Lifetime-Lizenz, was ich persönlich viel zu teuer finde, selbst für so eine schöne Wetter-App wie Mercury Weather, nämlich 39,99. Bei 2 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 5 von 5 Sternen. Was bietet die App euch an? Beautiful Weather Charts, Wettervorhersage, sehr detailliert, nicht ganz so detailliert in der Gratis-Variante. Stunning Widgets, ja, habe ich nicht ausprobiert. Die Widgets, wie gesagt, es gibt wohl auch, ich glaube, das ist nur, wenn ihr zahlt, es gibt wohl eine Apple Watch App, die habe ich auch nicht ausprobiert, weil ich glaube, auch die gibt es nur, wenn ihr zahlt. Aber alleine, um die App mal zu starten und das Wetter einfach sich so angucken zu können, das könnt ihr in der Gratis-Variante machen. Das ist eine wirklich hübsche Wetter-App. Ganz einfach. Mercury Weather. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.